Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch meine Interpretation vom Baum des Lebens machen. Und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Viel Spaß! Gut, meine Lieben, wir werden heute auf einer runden 50x50 cm Leinwand arbeiten. Und wir werden heute die Swipe-Technik benutzen. Ich starte mit einer weißen Basisfarbe. Die mache ich uns schnell fertig und dann können wir gleich zum Wesentlichen kommen. Gut, unsere weiße Base ist vorbereitet. Wir werden heute mit vier Farben arbeiten. Einmal mit Silber, einmal mit Petrol, einmal mit Prussian Blue und einmal mit Sonnengelb. Wir arbeiten mit den Farben von Amsterdam. Und wie vorhin schon gesagt, werden wir heute die Swipe-Technik benutzen. Und dazu starte ich mit meinem Silber. Ich platziere einen Streifen ungefähr in der Mitte. Anschließend benutze ich mein Petrol, gefolgt von meinem Prussian Blue. Und unser wunderschönes Sonnengelb kommt ganz zum Schluss. Okay, meine Lieben, also das reicht uns jetzt schon an Farbe für unsere doch sehr große Leinwand. Zum Zweiten benutze ich heute eine Teigkarte. Ihr kennt mich und meine Küchenutensilien. Jetzt ist es wichtig, ich habe hier ein Schwarz vorbereitet und nur in dieser Farbe befindet sich Zellaktivator, davon auch ganz wenig. Und diese Farbe werden wir zum Swipen benutzen und deswegen platziere ich sie ungefähr in der Mitte. So, nun kommen wir zum spannenden Teil. Für den Swipe benutze ich meine Teigkarte und ich brauche ein bisschen Küchenpapier, um die dann gleich wieder sauber zu machen. Ich beginne nun die schwarze Farbe nach außen zu ziehen. Hier müsst ihr wirklich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich mache das ganz vorsichtig. Aber ihr könnt schon sehen, unser Zellaktivator macht, was er machen soll. Das ist wirklich toll. Wirklich schön mit Gefühl. Nehmt euch auch wirklich einen Augenblick Zeit dafür. Man kann mir sagen, was man möchte, aber Swipe ist tatsächlich immer wie Magie. Das ist unglaublich. Werde ich hier noch einmal drüber swipen, weil wir hier noch eine kleine freie Stelle haben. Vorsichtig und mit Gefühl. Wunderschön. Schaut euch das mal an. So, mit der rechten Seite bin ich vollends zufrieden. Jetzt werden wir noch die linke Seite genauso auswipen. Wieder mit der Tortenkarte in die Mitte, in die schwarze Farbe. Und dann mit Gefühl nach außen ziehen. Und ihr könnt sehen, der Zauber beginnt.
Okay, meine Lieben, ich drehe einmal unsere Leinwand um. So, meine Leinwand habe ich mir umgedreht, weil ich habe hier ein bisschen mehr Schwarz freigelassen. Das wird später unseren Stamm symbolisieren. Ich nehme jetzt hier so ein mittelgroßes Palettenmesser und swipe einmal nach unten. So, ich möchte hier ein bisschen den Selectivator abtragen. Was wir jetzt brauchen für unseren Stamm, ich trage mir noch ein bisschen schwarze Farbe auf. Das reicht uns schon. Und swipe diese nach unten. Okay, meine Lieben, ich habe nun angefangen, meinen Stamm zu formen. Nun gilt es, ein paar Äste zu zaubern. Ich nehme mir hierfür wieder mein mittleres Palettenmesser und beginne einfach die schwarze Farbe aus der Mitte vorsichtig nach außen zu ziehen. Keine Angst, ihr könnt hier immer wieder ein bisschen schwarze Farbe nachtragen. Wichtig ist jetzt vielleicht noch zu sagen, hier verwende ich selbstverständlich keinen Selectivator mehr. Die Äste dürfen ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner sein, wie in der Natur natürlich auch. So weit, so gut. Hier ist es mir noch ein bisschen zu hell. So, tragen wir noch ein bisschen schwarze Farbe nach. Nach außen, genau. Auf der anderen Seite das Gleiche. Jawohl, sehr gut. Okay, meine Lieben, ich lasse meinen Stamm erstmal ruhen. Jetzt gilt es natürlich noch ein paar schicke kleine Äste zu zaubern. Dafür nehme ich mir einfach ein Rührstäbchen und werde von der Mitte aus so kleine Äste zaubern. Guck mal hier. Es funktioniert wunderbar.
könnt ihr echt gut erkennen, dadurch, dass wir kleine Äste formen, gibt es dem ganzen Bild so einen kleinen dreidimensionalen Effekt. Finde ich immer super cool. Was man mit so ein paar kleinen Strichen ausmachen kann. So, selbstverständlich auf der anderen Seite brauchen wir auch noch viel, viel mehr Äste. Genauso wie hier oben. Auch hier, meine Lieben, es gibt kein richtig und kein falsch. Vergesst es bitte nicht. Das ist nur meine Interpretation. In meinem Fall mache ich es so, dass ich ein paar Äste ein bisschen kleiner und ein paar ein bisschen größer machen möchte. Ich denke, das ist ja auch im echten Wald so. Es sind ja auch nicht alle Äste gleich geformt. Ich liebe ja diese kleinen, feinen Detailarbeiten immer besonders am Acrylpuring. Wie sieht es mit euch aus? Liebt ihr das auch? Oder seid ihr eher so, dass ihr sagt, ich möchte die Farbe mit dem Eimer am liebsten draufschütten und der Kunst freien Lauf lassen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Letztens hat mich eine ganz liebe Followerin gefragt, was denn meine Lieblingstechnik im Acrylpuring ist. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, es ist mir richtig schwer gefallen, diese Frage zu beantworten. Ich könnte mich nicht entscheiden. Und wenn heute jemand sagt zu mir, Claudia, du darfst nur noch eine einzige Technik anwenden, glaube ich, würde ich erstmal weinen und davonlaufen. Wie sieht es mit euch aus? Was ist denn eure Lieblingstechnik? Oder was seht ihr denn am liebsten? Mögt ihr lieber das Abstrakte? Oder liebt ihr die Blooms? Ich weiß, dass die Bloomings immer ganz, ganz weit vorne sind, genauso wie die Zellen. Schreibt mir das wirklich gerne mal rein. So, nun gilt es, meinen Stamm noch ein bisschen dicker zu machen. Für meinen Geschmack ist er ein bisschen zu dünn geraten. Okay, ihr Lieben, ich glaube, ich bin tatsächlich fertig mit meinen Feinheiten. Jetzt hole ich euch ein bisschen näher ran und lasst uns dieses Schätzchen mal bewundern. Ich finde, man kann die Äste wunderbar erkennen, das Viper tadellos funktioniert. Ich finde, die Farben gehen toll zusammen. Lasst mich gerne mal wissen, wie ihr es findet. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo dazulassen. Und nun, meine Lieben, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!